komme ich da vielleicht bei dem Pelikan so rauf? Das sieht so aus, als wenn man da klettern könnte. Aruga! Aruga! Ah. Tauch nach diesen Eiern, Jack! Tauch! Ja. Kann ich hier irgendwas falsch machen? Kann ich da unter durchschwimmen? Tauchen, ja, sieht so aus. Kann man wohl. Hätte ja auch sein können, dass sie jetzt quasi auf so einer Linie sind, die man mit dem Tauchen immer trifft. Aber man kann tatsächlich tiefer tauchen, als die Eier hier sind. Macht es auf jeden Fall noch ein bisschen kniffliger. Vielleicht kommen wir auch bei diesem Kanonenturm danach irgendwie rauf, vom Wasser aus. Wenn ich das hier mit dem Pelikan sehe, ist es natürlich nicht auszuschließen. Den auch noch. Was ist das da hinten, das Rote? Haben wir da noch Orbs vergessen? Oder was ist das? Das sieht doch danach aus, wie welche. Hä? Ich dachte, wir waren hier schon mal. Na gut. Nehmen wir so jetzt halt mit. Die auch. Die andere Kiste mit dem schwarzen Echo oder was da drin war, die lassen wir mal da so wie sie ist. So ab zum Pelikan. Vielleicht können wir auch irgendwie eine Bombe auf den hinlotsen. Der schießt ja immer noch auf uns hier. Nur die Frage, wie weit es passiert. Ah, was? Wehe, das Aas fliegt jetzt darüber und holt sich das. Ah, da rastet sich ja aus. Wäre die Mühle jetzt besser gewesen, als hier das Hochklettern? Wahrscheinlich. Ja, schneller. Hab ich. Ich weiß gar nicht, ob der Pelikan überhaupt da hinterher war. Gib schon her, Trophäe. Aber es sah doch danach aus, als wenn er denselben Weg eingeschlagen hat. Die Eier sind hier auch so mies, hier diese Orbs. Die sieht man echt auf dem letzten Meter erst. Aus der Entfernung kann man gar nicht sagen, da sind welche, da will ich hin. Nee, so einfach machen sie es mir nicht. Muss man echt das Ganze hier abschwimmen einmal. Würde mich auch nicht wundern, wenn was unterm Wasserfall noch wäre. Können wir einfach mal gleich nochmal prüfen. So, ist ja nicht mehr weit dahin. Ah, da ist schon was. Das sehe ich doch jetzt schon. Tata. Nicht zum Tauchen, aber so ein bisschen was zum Einsammeln. Ah, den auch noch. Und ich glaube, das war der letzte. Jawohl. So, den Pelikan haben wir. Dann gehen wir jetzt mal zu den Ruinen darüber. Da war nämlich auch noch eine Energiequelle. Und dann mit dem Turm weiß ich noch nicht, ob das funktioniert. Wie ich es vorhab. Ich sollte auch viel mehr den Faustangriff nutzen als dieses Treten. Das bewährt sich mehr. Hier brauchen wir aufgeladenes blaues Echo. Das kommt bestimmt hier rausgeströmt, wenn wir irgendwas erfüllen. Und das ist hier die. Seemöwen! Komm, wir machen uns einen Spaß und jagen sie. Ich wollte fragen, sind das jetzt die Möwen von Findet Nemo? Komm, das machen wir nochmal! Hä? Warum? Warum nochmal? Den will ich haben. Genau, der ist doch viel wichtiger als ein paar Möwen. Ich glaube, hier in der Mitte war irgendwo eine Energiequelle. Irgendwo unter. Naja, jagen wir ein paar Möwen. Er macht sich da einen Jux draus. Tata. Geht er doch mit den 20 schneller als erwartet hier. 13 haben wir schon. Das ist jetzt der Tempel gewesen, oder? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Tempel, der war in Richtung von diesem Energiestrahl. Zumindest wurde da immer die Kamera hingebeamt. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum sollte sonst die Kamera dahin gehen. So, was passiert denn mit dem Möwen jetzt hier? Gar nichts. Alles umsonst. Oder? Nein. Was zur heiligen Kuh?
Die nächste Energiequelle, so einfach. Sie haben eine Lawine ausgelöst. Komm, wir sehen uns das mal an. Okay. Erstmal gucke ich hier nochmal rum. Wasser wird hier doch hoffentlich nicht sein. Nee, das wäre auch echt mies gewesen. Wenn man den halben Tümpel hier noch absuchen müsste. Gut, wo die Energiequelle runterkam, weiß ich jetzt ungefähr. Denke ich mal. Mal abwarten, bevor ich was Falsches... Das mit diesen Pollern hier, die... weiß ich auch noch nicht, wie das funktionieren soll. Er hat doch gesagt, ich soll die hochschlagen. Aber da kann ich doch nicht einfach unter doppelt springen, oder? Ne, passiert gar nichts. Und das mit dem Schlagen funktioniert auch nicht so, wie es soll. Also ich kann nicht nach oben schlagen oder nach oben treten. Wenn ich wüsste, was die Dinger machen. Ich könnte höchstens probieren, die hier mal runter zu kloppen, aber das funktioniert auch nicht. Das sieht aus... wonach sieht denn das aus? Wie so ein Wasserkanal, Alter. Ein trockener. Aber warum? Das lässt mich gerade nicht so los. Ich kann nicht nach oben boxen. Was kann ich denn? Ich kann mich noch ducken? Ah, ich kann mich ducken und dann nach oben boxen. Ja, woher soll ich das denn wissen? Woher soll ich auch wissen, dass ich mich mit... Ah, ich kann sogar rollen und... Junge, Junge, Junge. Das war mir jetzt auch... Hat mir keiner erklärt oder so. Wenn ich mich ducke und einmal auf Viereck ist das, Viereck drück, dann haut er nämlich automatisch nach oben. Aber da komme ich irgendwie nicht mal an. Reicht das denn schon? Ich weiß ja nicht mal, was das macht. Wozu das gut ist. Jetzt sind die Dinger da und jetzt... Ich meine, da ist ja so ein Wasserfall jetzt. Kann ich den irgendwie umleiten oder irgendwas? Ich kann es mir nicht erklären. Was sollen die Dinger da? Wurde jetzt auch nicht irgendwie erklärt. Er meinte ja bloß ganz kurz zu erwähnen. Hau die Dinger nochmal nach oben. Ja, jetzt habe ich es endlich raus. Und es hilft mir irgendwie gar nicht. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben jetzt hier die zwei Pfeiler, die ein Rätsel für sich sind. Da oben ist noch ein Speer. Ach, oder ist das jetzt nur, damit ich hier hochkomme, oder was? Ja, das wäre auf jeden Fall... Anders wäre ich hier auch gar nicht hochgekommen, muss ich sagen. Anders wäre es mir auch nicht aufgefallen. So. Und dann brauchten wir hier irgendwo noch. Da ist ein blauer Echo-Strom. Aber wie soll ich denn darauf kommen? Hier war auch irgendwo noch woanders was mit dem Echo. Mit blauem Echo. Ich weiß noch nicht mehr, wo genau das war. Da unten war das. Genau. Ey, lass mich. Hier war das gewesen mit dem blauen Echo. Hier komme ich aber nicht rauf, weil die Quelle noch dicht ist. Okay. Das mit der Quelle hat sie irgendwie erklärt mit einem Tempel. Irgendwas unter dem Tempel ist da. Und da die Ruine jetzt hier am Strand nicht der Tempel war. Was? Oh, was? 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 Geh weg! Was? Okay, ich soll da wohl nicht hin. Ich meine, sie hat den Tempel angedeutet in Richtung Energiestrahl. Ist doch irgendwo eine Fliege. Immer wenn das so summt, ist hier irgendwo eine Fliege. Ah. Also man hört es akustisch ganz gut. Ansonsten hier im Wasser wird es wohl hoffentlich nicht so viel geben. Hier war der mit dem Yaks. Bei dem haben wir alles erledigt. Außer diesen komischen Sprung da hinten. Da weiß ich bis heute nicht, wie ich da rüberkomme.
Also ich habe ja wirklich mein Bestes gegeben. Das Beste ist nie genug. Wo ist denn die Mutti jetzt hier mit dem Vogel? Die wollte doch eigentlich zurück und den pflegen. So, so. Sie hält ihr Wort nicht so gerne ein, habe ich das Gefühl. Na, ihr wollt das Geschäft also doch machen. Prächtig, ausgesprochen prächtig. Habt ihr die vereinbarten Precursor Orbs? Ja, natürlich. Und hoffentlich vergeudet ihr diese schwer verdiente Energiezelle nicht. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Naja, toller Onkel. Mach's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Yeah. Vielleicht ist euch ja schon mal aufgefallen, ist irgendeine von den Bosens schon mal mehrmals jetzt gekommen oder sind es immer wieder neue? Ich weiß es nicht, ich habe da nicht so drauf geachtet. Wo kriegen wir denn jetzt die restlichen Energiezellen her? Eine Richtung Tempel, wo ist der Tempel? Ich gehe mal da hoch zu der Hütte von den Weisen. Da sieht man vielleicht mehr. Vielleicht hat der auch nochmal einen neuen Rad für uns. Man kann es ja nur probieren. Ach, zu der Insel sollen wir ja auch noch. Zu der Insel kommen wir aber... Wie war denn das? Zu der Insel kommen wir erst, wenn wir die Fische gefangen haben, glaube ich. Dann kriegen wir nämlich ein Boot. Das mit den Fischen ist aber echt ein ganz schöner Brummer. Mal gucken. Oh, ihr seid die großen Bezwinger. Gut. Ich habe da etwas Ernstes mit euch zu besprechen. Es scheint, als seien die Lurker auf der Nebelinsel enorm aktiv. Von meinem Beobachtungsturm aus kann ich erkennen, wie sie die Precursor-Echo-Station bombardieren. Falls sie sie öffnen und das dunkle Echo freisetzen, werden wir am Ende noch so herumlaufen wie diese hässliche kleine Flohquaste hier. Jack, wir müssen deine Tauglichkeit prüfen. Bring den Fischer dazu, dir sein Boot zu leihen und fahr zur Nebelinsel. Du musst auf die Spitze der Precursor-Echo-Station und die vermaledeite Kanone außer Gefecht setzen. Und was? Ist mit mir? Du? Du kannst meine Fußböden wischen. In letzter Zeit glänzen sie nicht mehr so schön. Gut, also doch der Fischer. Gibt's keinen Drumherum? Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich hätte jetzt da irgendwie was gewünscht, was mir das Fischen erleichtert. Aber es gibt nichts. Achso, wir wollten noch... Ich muss den Hitzeschild hier in den Griff kriegen. Wir wollten noch mal spähen mit unserem Fernrohr. Und hallo, zwar... Hallo. Wo zum Teufel kann er nur sein? Da hinten soll das irgendwo sein. Da, wo das große Monument ist. Ups.